Im Koran kommt vor etwas Ähnliches. Al-Awwal. Al-Awwal, der Erste, der keinen Anfang hat, der allen vorausgegangen ist, also der jedem bestehenden und existierenden Wesen vorausgegangen ist, der selbst keinen Anfang hat. Huwa al-Awwalu wal-Akhir wal-Zahiru wal-Batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Er ist der Erste und der Letzte. Der Letzte ist nicht gemeint, dass er irgendwann aufhört. Der Letzte ist gemeint, der bestehen wird, selbst wenn alle fortgegangen sind. Der immer da sein wird. Al-Zahir. Al-Zahir heißt, der jedem überlegen ist. Überlegenheit im Sinne des Wesens, also im Sinne der Hoheit, dass er mit seinem Wesen über allen anderen Wesen steht und ebenfalls in seiner Macht und derartiges. Al-Batin, Al-Batin, was heißt Al-Batin? Al-Batin wird oft übersetzt als der Verborgene, aber was heißt Al-Batin im Sinne der Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas? Eigentlich sind das zwei Gegensätze. Al-Zahir ist etwas, was über allem steht. Al-Batin ist das, was in allem ist. Was bedeutet das aber? Dass Allah Ta'ala jedem Menschen näher ist als sein Selbst. Es gibt nichts, das dem Menschen näher ist als Allah Ta'ala. Nichts. Das ist interessant. Wir haben, dass diese zwei Namen nebeneinander gestellt werden. Al-Zahir, der allem überlegen ist. Das könnte nämlich darauf hindeuten, das könnte suggerieren, dass er fern ist, oder? Das könnte den Zuhörer annehmen lassen, wenn er ja über allem ist, dann muss er fern sein. Da muss er weit sein. Und deswegen kommt dann direkt im Anschluss der Name Al-Batin, um dieses Missverständnis zu korrigieren. Der sagt dir dann aus, obwohl er zwar der Höchste ist, ist er aber auch der, der jedem näher ist als seiner selbst. Das ist kein, man sagt ja auch in der arabischen Sprache, im Taymiyyah, als er diese zwei Namen Allah Ta'ala nannte, oder er sprach über die Eigenschaft der Ma'iyya. Al-Ma'iyya ist die Präsenz Allah Ta'alas. Die Präsenz, dass er immer mit dir ist. Es stellt sich nämlich die Frage, wie kann er immer mit mir sein, wenn er aber in der Hoheit ist? Er sagte, es gibt dafür, also allgemein, dass man Allah Ta'ala nicht mit den Geschöpfen vergleicht, ist klar. Was bei den Geschöpfen nicht funktioniert, das muss nicht ebenfalls lauten, dass es bei Allah Ta'ala auch nicht funktioniert. Ein Geschöpf kann, wenn 10 Leute dich gleichzeitig ansprechen, bist du noch in der Lage, irgendjemanden zu verstehen? Du bist schon bei 2 überschöpft. Und bei 3 weißt du gar nicht mehr, was los ist. Trifft das auf Allah Ta'ala zu? Ja. Er hört alle Geschöpfe mit ihren verschiedenen Sprachen, mit ihren verschiedenen Angelegenheiten zu ein und derselben Zeit. Weder irritiert ihn die Vielfalt der Sprachen, noch die Vielfalt der Angelegenheiten. Aber im Taymiyyah sagt, es gibt hier ein Beispiel, ein Phänomen, das wir alle sehen, das die Sache ein bisschen näher bringen kann. Man sagt zum Beispiel in der arabischen Sprache, man sagt, Mashaytu wal-Qamara oder wa ma'i al-Qamar. Ich war am Laufen und der Mond war mit mir. Was will man damit sagen? Man will damit sagen, diesen Ausdruck kann jeder sagen, richtig? Der Mond ist zwar in der Höhe, aber er hat in einer gewissen Weise eine Präsenz, die du fühlen kannst oder die du sehen kannst. Und das kann jeder von sich aussagen. Das heißt, wenn der Mond jetzt mit einem ist, in Anführungsstrichen, heißt es nicht, dass er mit dem anderen nicht mehr da ist. Das heißt, die Präsenz, Allah Ta'ala, das kann man ja damit etwas näher bringen.